Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Peacemaker, das ist Metro Exodus. Und wir sind noch immer in der Wüste. Weil wir einfach cool drauf sind. In der Wüste ist nämlich schön warm. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir bleiben einfach da. Wir wohnen da in dem Leuchtturm drin. Es ist einfach schön. Es ist einfach wunderschön. Die Zombies kommen da nämlich nicht drauf. Obwohl das ja eigentlich gar keine Zombies... Was ist das? Zombies sind, sondern so Mutantenquasseln. Was bist du? Scharfschützengewehr haben wir noch immer keins. Wir gehen jetzt, wenn wir es schaffen, darüber zur Seilrutsche. Weil wir müssen ja Brennstoff besorgen und uns mit zwei Leuten dort bei dem X treffen. Ich schaue in die falsche Richtung. Wir können in die Richtung. Okay. Vielleicht haben wir ja dort auch eine Seilrutsche. Das heißt, wir gehen wieder rein. Wir gehen da raus. Ah, habe ich genug Munition dabei? Nope. Wir gehen wieder rein. Und schauen, ob wir Munition herstellen können. Ja, bisschen Munition, bitte. Schrotflinte, ich liebe Schrotflinte. Wir brauchen ein größeres Magazin für die Schrotflinte. Passt. Die können wir eigentlich wieder zerlegen, weil Pistole haben wir eh keine. Und leider, leider Scharfschützengewehr auch nicht. So. Medipackeln haben wir eh genug gehabt. Die Waffen sind eh eingestellt. Passt. So, wieder hinaus. Und jetzt schauen wir, ob wir da... Nein. Da haben wir nichts. Da müssen wir runter zu Fuß. Dann gehen wir halt zu Fuß runter. Habe ich jetzt die 5 Medipacks? Ja. Wie spät haben wir es? Nein. Es ist 9.15 Uhr. Das ist gut. Das heißt, es wird nicht so schnell Nacht werden. Lebt er noch? Nein, der schaut ziemlich tot aus, oder? Aber ich glaube, dann wäre er schon aufgesprungen. Ja, den haben wir eh wir Meier gemacht, ich weiß. Aber da ist eine Seilrutsche, verdammt. Also nein, das ist wahrscheinlich nur so. Ich glaube nicht, dass ich da runter... Es ist schon sehr steil. Jetzt schaue ich halt noch einmal rauf. Vielleicht bin ich ja blind am Augli. Augli, nein, das ist ein Sendemast. Also nein, da können wir nicht runter. Was ist das? Dort führt eine Seilrutsche hin. Zu dem Turm da drüben. Aber der Turm da drüben ist nicht die Richtung. Ja, passt. Wir müssen hinten raus. Dann gehen wir halt und runter. Und runter. Und runter. Und noch weiter runter. Runterfliegen sollte man nicht. Und weiter runter. Geht's doch irgendwo hinten raus? Ja, da. Nein, da geht's nicht raus. Was ist das? Das können wir nicht betätigen. Das heißt, wir gehen auf der Seite raus, möglicherweise. Ja, wir gehen auf der Seite raus. Passt. Gehen wir weiter. Oh, Mutantenquasteln. Das heißt, wir wechseln auf die Schrotflinte. Yeah, die schaut schon so cool aus. Wir müssen uns durchs Wüstengebiet kämpfen. Was mich ziemlich anfuckt, weil ich hätte gern ans... Hey, warte mal, wir haben ja irgendwo unser Auto stehen. Wo habe ich denn das hingestellt? Fuck. Ah, da steht's. Passt, alles klar, wir sind unterwegs. So, wir fahren jetzt. Lass mal nachschauen. In die Richtung. Aber nicht durch die Wüste. Das heißt, wir drehen um und nehmen die nächste Gabelung. Wir können noch davor fahren. Hat eure Mama euch nicht beigebracht, dass man anderen nichts wegnimmt? Die Primitiven auf dem Schiff gehörten uns. Sie waren
Ach so, da komme ich nicht raus, ihr okay. Übertreibt es und wir werden euch in eure Grenzen verweisen. Ich hoffe, dass das war, weil die gehen mir so auf die Nerven mit ihren Durchsagen. Ich höre das immer so laut. Wir kommen nur dort raus. Das heißt, wir nehmen den Weg, den ich eigentlich eh vorgehabt am Anfang habe. Ja, gutes Deutsch, gutes Deutsch. So. Und da müssen wir jetzt abbiegen. So. Boah, die Kisten ist zart, ich schwöre. Machen wir kurz einen auf Kontrollator. Yep, richtige Richtung. Attention, wir sind hier. Wo? Beim Kesselwagen. Ah, beim Kesselwagen, okay. Attention. Ja, ja, ich komme schon. So, dann gehen wir mal, schauen wir mal, was die uns zum Sagen haben. Grüß euch. Artyom, wir haben uns umgesehen. Das Haupttor wird nur von einer Rumpftruppe bewacht. Du kannst nicht durch das Tor gehen. Gehe durch das Gefängnis unter der Erde, wo die Munai Baila die Sklaven halten. Ja, der Plan ist auf jeden Fall wie folgt. Gyul und ich werden versuchen, ihre Wachen heimlich auszuschalten und durchs Tor zu kommen. Wenn es nicht heimlich klappt, dann werden wir sie zumindest ablenken, während du durch den Untergrund eindringst. Auf geht's. Wir gehen mit dir. Okay, nur was jetzt? Ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt um mich unten. Nicht trödeln. Um einen Gefallen möchte ich dich bitten. Wenn möglich, töte keine Einheimischen. Sie sind keine... Sie gehorchen nur den Munai Baila und dem Baron. Sie haben Angst. Das ist alles. Okay. Wenn möglich. Wo ist denn das Gefängnis überhaupt? Gyul hat recht, was die Einheimischen betrifft. Das ist die Stelle. Das sind noch Kinder, die schon lange einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Sag mal, von wo aus redet sie mit mir? Ich bin nicht der Schleichtyp, ich schwöre, ich kann das nicht. Ich übersehe immer irgendwem. Sollte ich mal vielleicht das Scharfschützengewehr auftun? Ja, sicherheitshalber, schauen wir mal. Aber ich habe eher ein Fernrohr, ich Depp. Ja, nein, derweil nicht. Ich habe erst Fernrohr. Passt schon. Wer war das? Ist mit der nachgerannt oder ist der... Ich sehe da niemanden, verdammt. Aber ich schätze mal, das ist das Haupttor. Also da soll ich nicht reingehen. Okay. Das heißt, ich gehe so runter. Da hätte ich wahrscheinlich eher da stehen und die zwei. Ein Gitter also? Dann lasst uns loslegen. Na und was machst du jetzt? Ich hebe es an und du schlüpfst durch. Okay.
Na los, die Scheiße ist echt schwer. Oh, großartig. Wir treffen uns da oben. Okay, alles Liebe. Auf geht's, Damir. Weniger Blut, Artyom. Bitte. Weniger Blut, das ist leichter gesagt als Darmbeste. Ich glaube, meine Maske hat Nachtsichtfunktion. Habe ich das richtig in Erinnerung? Aber wie schalte ich die ein? Filter wechseln. Ah, Kreis. Nicht nützlich. Niemand gehen, niemand dumm. Wir hier stehen ganzen Tag sinnlos. Schön für dich. Besser jagen gehen, dummen finden, zu Sklave machen. Mehr nützlich so. Du recht hast, völlig. Sehr recht. Wir müssen das halt immer wieder aufladen, anscheinend. Schalten wir es wieder aus. Ich glaube, da sehen wir was. Ja, voll. Da ist eh nur... Die sind eh weitergegangen. Ich habe mir gedacht, ich soll die nicht töten, verdammt. Was für ein Arschloch. Einer gibt sich, wie ich sehe. Zumindest hat sich so. Nein, ihr könnt's noch aufgeben. Dann hau ich euch nur einen in die Fresse. Und dann war's es. Irgendwann wacht's auf, oder ich stelle mich genau in die Flammen. Nein. Fahr, die sind so von Angst gesteuert, diese Wichser. Ich will ihnen ja eigentlich gar nichts machen. Ich will ja einfach nur reingehen, Treibstoff holen und wieder rausgehen. Nein. Nein, wo bist du, du Angsthase? Ich mach dir nichts, sag. Was ist los? Ach Gott. Hundi, 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 Hundi. Okay. Ja, 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 passt schon. Passt schon, passt schon. Ja, 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 passt schon, halt deine Fresse. Wo? Wo, verdammt? Ah, da drinnen. Und da drinnen. Halt eine blöde Fresse. Die armen Hundis. Eigentlich will ich ihnen gar nichts machen. Cooler Chef. Oh.
Aber die sind so aus herkriegt. Die sind so trainiert, dass sie mich töten wollen. Und ich muss sie dann töten. Und das tut mir fürchterlich leid für die Hunde. Die armen Hundis. Die meisten sind eh tot. Der bellt nicht, deswegen lasse ich ihn in Ruhe. Das sind normale. Ach fuck, ich hätte gedacht. Nimm das! Ich hab glaubt, das Fassel wird's in die Luft jagen, aber anscheinend nicht. Wirklich, ich habe mir gedacht, wenn ich da auf das rote Fass schieße, wird das alles explodieren und die werden alle draufgehen. Aber anscheinend war das nicht der Fall. Nicht mehr Krieger sein will, ich arbeiten, immer arbeiten, nur leben lassen. Ja. Ach, scheiß doch auf deine heilige Flamme, verdammt. Was soll denn der Scheiß? Deine heilige Flamme hat da jetzt auch nicht geholfen. Barbecue, hä? Huh? Ah, ah. Okay. Ich glaub, wir können weiterschauen. Ja, ich mach da eh nix. Hör auf zum Ranzen. Jetzt hör auf zum Ranzen! Deine heilige Flamme kann da nicht helfen. Ich kann da helfen, indem ich da keine Kugel in den Kopf jag, du Sack. Haben die da Hundekämpfe gehabt oder so, hä? Nein, du wirst nicht sterben. Ich lass dich am Leben. Wer so, wie sollst du denn da sterben? Nachmittag, ne? Also 15 Uhr. Damir, Artyom, Miller hier. Die Aurora ist bereit zur Abfahrt. Wie ist die Lage? Ende. Da waren mehr Feinde als erwartet. Wir sind auf dem Gelände, aber Gyul ist weg. Ah nein, das sind die kleinen Drachen. What the fuck? Alles in Ordnung? Ach, klasse. Ich hab mir unnötig Sorgen gemacht. Ich hab gute Neuigkeiten. No. Der Tank ist voll. Super. Genau das, was wir brauchen. Sehr gut. Es gibt aber auch schlechte Neuigkeiten. Nämlich? Das Tor ist verschlossen und wir können ihn nicht rausbringen. Ach Gott. Der Oberst, Damir hier. Wir haben den Tank gesichert, aber es gibt ein Problem mit dem Tor. Verstanden. Dann gehen wir zu Plan B. Plan B? Aha. Das Kabel verbindet das Tor mit dem Turm. Aber wie kommen wir dahin? Ah, sieht nach einer ordentlichen Festung aus. Aha. Meine Herren, ihr habt doch wohl nicht ernsthaft vor, unsere Festung anzugreifen. Respekt vor eurem Mut, aber es wäre eine Vergeudung, euer Leben einfach so wegzuwerfen. Wer von euch beiden ist der Anführer?
Komm hier hoch! Wir müssen etwas besprechen. Aha. Hören Sie, wie dieser Mistkerl redet. Jetzt zeigt er ein völlig anderes Gesicht. Aber wir haben ihm einen dicken Knüppel zwischen die Beine geworfen, was seine Pläne betrifft. Nimm die Waffe runter und komm hoch. Ansonsten müssen wir ein sinnloses Blutbad veranstalten. Dass du verlieren wirst, mein lieber Freund. Ein Blutbad deiner Männer, du Sack. Ich bin ein russischer Auftragskiller. Ich mache alle kaputt. So, schau mal, ob die da was für mich haben. Ja. Gut. Ja. Wieder was zum Zerlegen, ha? Bäh, 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 bäh. So, wie schaut's mit dir aus? Du hast auch was und was zum Zerlegen, okay. Und Munition, okay. So, ja, das sind diese geilen Dinger. Aber ich habe eben einen total verschrotteten Bus, also von daher. Schau, das war ein Scharfschützengewehr. Warum kann ich das nicht nehmen? Also, eins, das fähig wäre, eines zu... Kann ich im Zug einsteigen, sag ich mal? Nein, uns wird der Weg zum Zug verwehrt. Wie sich das halt nun mal so gehört. Ich wette mit dir, ich gehe da jetzt drauf. Also nicht da auf den LKW, sondern da in die Festung. Dann steht er da oben, dann diskutieren die ein bisschen und dann muss ich mich runterkämpfen. Ganz sicher, irgendwie sowas. Ich würde jetzt einmal schnell speichern. So. Weil... Ich weiß öffnet nicht... Öffnet das Tor und lasst unseren Gast herein! Komm hoch! Wir fassen dich nicht mal an! Es sei denn, du möchtest das. Ja, sicher möchte ich das. Kommt's her. Sieh zu, dass du gleich nicht aufsteckst. Das Quartier des Barons ist vermutlich ganz oben. Penthouse, nennt man so etwas. Lass das! Ja, sofort, ich meine das ernst! Du verwirkst gerade dein Leben. Hast du mich verstanden? Dass du auf mich hörst. So ist es richtig. Muss ich die Waffe runtergeben? Kann man das? Ist das zum Glauben? Pistepert, Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich schätze mal, das ist der Boss. 9. Das sind Sklaven. 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ach, fuck. Wir kommen da nicht lebend raus. Der ist echt wegen seiner Dummheit gefeuert worden. Ach, fuck hier. Ihr seid's nicht gerade nett, wie ich sehe. Schaut nach einem Suizidkommando an. Ja, was ich sage, ist für dich also Gesetz. Aber nicht lehren. Was? Willst du mir etwa sagen, was ich zu tun habe und was nicht? Du hast das nicht anders gewollt. Mehr Leid tut, Meister. Mehr Leid tut. Ja, wir werden jetzt bist du am Arsch. Einmal hören, was der uns zum Sagen hat. Und dann irgendwo da haben wir noch einmal welche. Da haben wir auch einen stehen. Oh, fuck. Wir haben keine Chance. Was dauert da so lange? Ja, fuck you. Jetzt guck dir die Scheiße an.
Die Schlampe hat das Wasser des Meeres. Komm schon, die Treppe hoch mit dir. Von den Neuankömmlingen. Will dem Boss die Stiefel lecken. Halt deine Pfanne. Was dauert da so lange? Bam, Alter. Hey, hübscher Junge. Wo kommst du denn? Das hätte lang dauert, bis wir da oben sind. Aber wir hätten das schon geschafft. Wir hätten einfach alle niedergeschossen. So schaut's aus. Du bist derjenige, der zum Boss will? Ja. Dann komm rein. Ja, fuck you. Geh auf. Okay, hast du einen Weg, einer? Vergeude die Zeit vom Boss nicht. Ja, ach, gescheißen, halt's mal. Oh fuck, da sind ja noch mehr drin. Hast du einen anderen Empfang erwartet? Oh fuck. Hier können wir ohne Masken reden. Ich vertraue allen. Oh scheiße. Kommt es dir komisch vor, dass mich deine Dummheiten nicht ärgern? Tja, weißt du... Diese Welt ist rau und chaotisch. Ich gebe mein Bestes, um etwas Ordnung zu schaffen. Denn ohne Ordnung gibt es keine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und ohne Hoffnung kann man nicht leben. Aber lass uns auf den Punkt kommen. Du bist definitiv nicht hier, weil du die Landschaft so schön findest. Also hast du ein Ziel. Und dieses Ziel ist vermutlich weit von hier entfernt. Ich habe Respekt vor Menschen mit einem Lebensziel. Daher bin ich bereit, dich mit Treibstoff für deine Reise zu versorgen. Im Gegenzug verlange ich auch nicht viel. Übergib Giul an mich. Bring sie zu mir, dann haben wir alle gewonnen. Niemals. Ich bekomme Giul und du deinen Treibstoff. Ich hol mal meinen Treibstoff und du haltst dein Maul. Wie findest du das? Ja, Mann. Let's fetz. Alle abknallen, einer. Ich mache euch alle fertig, einer. Ah, fuck. So eine Feige, so. Nahkampf. Weißt du, ich gehöre dumm? Ja. Ihr wolltet keinen Deal? Jetzt werdet ihr alle sterben. Du wirst du sterben. Zuerst, Giul. Tötet sie. Giul, komm zu mir. Mach dich bereit. Ja. Wir müssen diese Hunde töten. Oh, falsche Seite. Dreckiger Wurm! Artyom, was ist los? Die haben ihn erwischt! Giul, du bist schwach und du schätzt die Schwachen. Aber so funktioniert die Welt nicht! Mit ihr gewinnen immer die Starken! Ganz blöde Idee. Unsere Stärke liegt in unserer Einheit, in unserem Jetzt da. Glauben. Vor der Lad lang nach. Oh Gott, scheiße. Nein, okay, das war schlecht. Jeder, der das gesehen hat, das war schlecht. Ihr werdet mir zustimmen. Okay, das Nachladen mit dem Trommelmagazin, das stellen wir bei der nächsten Werkbank gleich wieder ein. Das dauert mir viel zu lange. Wenn wir das in der Wüste schon angewandt hätten, dann würden wir das ja wissen. Aber ich habe mir gedacht, das kommt leibend. Aber es hält auf, man hat es gesehen. Weil das Steckmagazin von der Schrotflinte, da steckt er das ganze Magazin rein und fertig. Und nicht jede einzelne Schrotpatrone, obwohl stärker ist, aber... Naja, ihr habt es gesehen. Tötet sie! So, wir behalten
die Schrotflinte. Antion, mach dich bereit. Wir machen uns bereit. So. Wir wechseln aufs Maschinengewehr. Ballert da auf mich, Scheiße. Alter, immer tut er im falschen Moment nachladen. Das ist ja so typisch. Jetzt. Ach Gott. Geht mir das auf die Nerven, jetzt ehrlich. Und wieder habe ich wem übersehen. Das ist wirklich. Dauernd übersehe ich irgendwem. Ist in jedem Spiel so. Ob Seven Days to Die, wenn ein Zombie auf einmal neben mir steht und den habe ich vorher gar nicht gesehen. Ob Dying Light, wenn auf einmal ein Zombie neben mir steht und den habe ich gar nicht gesehen. Oder einer von diesen wahnsinnigen Typen da. Dead Rising passiert mir das auch, aber da hat man viele Möglichkeiten, dass man sich dann im Notfall auch noch wehren kann. Aber da, und da denke ich mir immer, von wo kommt das? Aber dann, ja, jetzt wissen wir es eh schon. So, vielleicht geht sich das noch aus. Probieren wir das schnell. Wir müssen diese Hunde töten. Gehen wir da raus? Nein. Da ist der Schweinehund! Das ist für dich, dreckiger Wurm! Schnell, 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 schnell. Schrotflinte. Aktion! Was ist los? So, passt. Passt. Jetzt soll's passen. Du bist schwach! Und du schätzt die Schwachen! Gewinnen immer die Starken. Da ist der Scheißkerl. Unsere Stärke liegt in unserer Einheit, in unserem Glauben, der uns zusammenhält. Durch diesen Glauben können wir sie behüten, anleiten, davor beschützen, in der Wüste zu verschwinden. Aber du, Giul, du der war schön. Deine Leute in die Irre. Der war schön. Eine Aura der Probleme, die keiner braucht. Zum Glück. Warum spricht er nicht mehr? Artyom, ich gehe da rein, bevor der Hund wegläuft. Ich fange ihn und öffne die Tür für dich. Okay. Warte! Wo willst du hin, du Schwätzer? Da bist du ja! Pack alle Tür! What the fuck? Und ich kann nicht nach. Da ist der Schweinehund! Oh, 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 oh. Ach Gott, Scheiße. Ich bin nie vorbereitet auf die Gegner. Das ist so gemein, wirklich. Ach Gott. Und weil ich derer unbedingt helfen wollte, haben die mich jetzt mit dem Überraschungsmoment vom hinten Meier gemacht. Haben mir gedacht, ich muss auch da rein. Ich habe nicht gewusst, dass da noch wer kommt. Und dann noch diese Typen mit der Super Gatling. Ich muss auf die Handgranate. Habe ich eine selbstbastelte Handgranate dabei? Mit der kann ich den sicher zerreißen irgendwie. Das werden wir gleich testen.
Das mit dem Laden tut mir echt leid. Und dass ich schon dreimal gestorben bin, tut mir auch echt leid. Ach, geh bitte wieder ganz von vorne. Ich wollte schauen, ob ich eine Handgranate habe. Nein, habe ich nicht. Da geht mir auf die Nerven mit seinem Gequatsche. Das war schön. Kann ich schnell eine Handgranate herstellen? Und öffne die Tür für dich. Nein, kann ich nicht. Warte. Wo willst du hin, du Schwätzer? Ach, fuck you. Ach Gott. Das ist so ärgerlich und jetzt wieder von vorn, wieso auch nicht, ne? Wenn das nicht so lang dauern würde, ne? Das wäre so der Hämmer, Alter. Aber nein, es dauert und es dauert noch immer. Und ja, wir warten, aber es dauert noch immer. Wie oft bin ich jetzt schon gestorben? 5-mal oder so, gell? Ist ja nicht mehr normal. Mach dich bereit, du blöde Kuh. Schleichst dich dann einfach. Was für Hunde? Ich sehe gar keine Hunde. Getroffen. Den auch. Eine Aura der Probleme, die keiner braucht. Zum Glück wird sie nach deinem Tod verrauchen. Warum spricht er nicht mehr? Hör ab, Cordis. Artyom, ich gehe da rein, bevor der Hund wegläuft. Ich fange ihn und öffne die Tür für dich. Okay. Schwätzer!
So. Alter, neben mir, Alter, wie soll ich denn das machen, bitte? Scheiße. Ach Gott, wie soll ich das machen? Mit der Schrotflinte komme ich nicht weit bei dem. Und anscheinend kann ich ihm auch Brandgranaten in die Rüstung reinschießen und er lebt trotzdem weiter. Normalerweise verglüht der Typ, aber okay. Okay, dann halt nicht. Und raus komme ich auch nicht und hinten kann ich auch... Ah! Ich hätte eine Position, die eventuell... Das probieren wir gleich aus. Dort hinten, wo die Eide rüberkraxelt ist. Dass wir uns dort hinstellen, sobald der Fight mit den anderen vorbei ist. So, okay, passt. Es hat gespeichert. Passt. Passt, 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 passt. Medipackerl. Wo? Munition. Passt. Da war doch gerade ein Medipackerl. Scheiße, wo ist das? Oh fuck! Oh fuck! Keine Munition mehr drin! Gebiete, das ist ja Alter! Ach Gott, ach Gott. Jetzt hätte ich die Schrotflinte gebracht. Also raus und dann die Schrotflinte. Es ist echt traurig. Heute ist echt eine traurige Folge. Jetzt habe ich mit den Kopfhörern unabsichtlich gegen das Mikro gehaut. Das war jetzt sicher voll unangenehm zum Hören. So, ich hoffe, jetzt wird's was. Ja, passt, der hat's gespeichert, passt. Wo willst du hin, du Schwätzer? Scheiße. Boah, der braucht lang, Alter. Zum Alter, bist das dann? Wieso habe ich jetzt schon wieder das scheiß Trommelmagazin drin? Ach Gott. Ja, willst nicht ein bisschen nachladen? Gebiete, dass mein... Oh, Ärger! Und ich kann nirgends hin, ich weiß nicht, wo ich mich hinpockeln soll. Überall steht der scheiß Typ mit seinem scheiß MG, einer. Ich meine, du fetzt den Brandgranaten in die Rüstung rein und der geht einfach weiter. Jo, wurscht, ist mir wurscht, verbrenne ich halt. Boah, und die Ladezeit, die ist immer so geschissen lang, wirklich. Ärgerung, Ärger, das ist halt wirklich eine traurige Folge. Und öffne die Tür. Ja, öffne die Tür für mich, du blöde Kuh.
Ach, geh bitte. Ich muss mich um den einen Scheißer kümmern. Und ich habe ihm diese Brandscheiße schon auf den Rücken drauf gehaut. Also geschossen. Direkt drauf. Und das Feuer ist direkt auf seinen Rücken entfacht und trotzdem ist er weitergegangen. Fuck, geht mir das auf die Nerven. Vielleicht muss ich zu dem hinrennen, wenn er so wackelt, aber dann fackel ich ja selber ab. Ich hab keine Ahnung. Ich häng grad, YouTube, ich häng grad. Scheiße. Granate! Drecksau! Miststück! Ja, der schießt durch die Fasseln durch jetzt. Die ganze Zeit macht er nichts und prallen die Kugeln ab, jetzt auf einmal kann er durchschießen. Das ist super. Das, ich liebe das an Spielen. Ich meine, das Spiel ist super, aber das ärgert mich jetzt wirklich. Wie oft bin ich jetzt schon gestorben? 12 Mal? Ganz sicher. Irgendwie sowas. Ich glaube, ich nenne die Folge heute die Folge des ewigen Todes oder so. Weil das ist ja nicht mehr normal. Ich kann auch nirgends in Deckung gehen. Oh ja, ich kann rausgehen, aber der kommt auch raus. Dann schmeißen die hinter ihm noch mit Granaten. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und fortgehen kann ich auch nicht, weil die Tür nicht offen ist. So. Können wir aussuchen. Entweder ich stirb oder ich stirb. Du öffnest gar nichts. Du öffnest genau dann, wenn ich dann schon draufgegangen bin. Dann fangst du an zum Öffnen. Alter, ich hab... Ach Gott, gescheißen. Gebiete, das ist ja so unglaublich, Alter. Das geht mir schon voll auf den Socken jetzt schon. Taucht auf einmal einer von links auf. Keiner weiß, wie lange der schon dort steht. Der hat nur gewartet, dass ich dort ein bisschen einen Schritt vorgehe, damit er die Granate, die hätte er wahrscheinlich sowieso. Und die Ladezeiten gehen mir am Socken, wirklich. Ihr habt es ja gut, ihr könnt einfach die Ladezeit überspringen. Überspringt einfach die Ladezeiten, wirklich, weil... Nervig, einfach nur nervig. Ich meine, wenn man die Story startet, dann... geht's eh. Noch länger, nämlich... Ja, und jetzt verschwindet alles. Wo willst du hin, du Schwätzer? Da bist du ja. Ah!
Wir haben einen neuen Lauf. Okay. Wo ist er? Wo steht er? Ah, geh rauf, verdammt! What the fuck? Bitte. Vor allem frage ich mich, wer jetzt am Schluss die Granate in den hinteren Eingang geschmissen hat. Da oben ist keiner mehr gestanden, unten auch nicht und nur noch der Typ war da. Aber jetzt auf einmal hat einer schießen können. Meine Waffen sind so am Arsch, wirklich. Wo kommen die alle her? Habe ich keine Munition mehr, Alter? Gute Position, vielleicht bringt sich das ja was. Ach Gott! Alter, wie mache ich den Meier? Na endlich! Vater ist mir am Socken gegangen. Wow, tolle Schrotflinte. Fah, ich schwöre. Jetzt wäre ich fast draufgegangen. Du hast voll aufgedreht, was? Beeindruckend. Das ist also der Plan, von dem Gyul sprach.
davor. Raus da! Ich schicke Leute, um euren Rückzug zu decken. Zuerst nehme ich mal alle Beute an. Die Tür gibt nach. Brechen wir sie auf, Artyom. Ja, gleich. Warte ein bisschen. Na los, Artyom. Wo ist der Wichser? Da. Der hat nicht einmal was dabei. Der ist einfach nur schwer. Ja, ich komm schon. Du wolltest also eine neue Welt schaffen? Mit denen? Das wird nicht passieren. Dein fehlgeleiteter Versuch. Ich hab sie. Schnapp dir den Baron! Nur die Stärksten überleben! Tor offen! Der Kesselwagen wird angekuppelt! Du gibst meinen Leuten Hoffnung. Das werde ich niemals vergessen. Aber für mich hat dieser Krieg erst begonnen. Gib mal dein Scharfschützengewehr. Ich muss ihn zu Ende bringen. Muss siegen. Muss siegen. Ich bin Groot. Artyom, dein Traum hat uns hierher geführt, aber das hilft meinen Leuten nicht. Dieser Krieg ist jetzt auch meiner. Geh, Artyom. Mach deinen Traum wahr. Yes, man. Du bist wieder zurück, Geliebter. Na sicher. Na, was hast du glaubt? Ich bin eh nur 12, 13 Mal gestorben, also das ist ganz normal. Fanatiker am Wolgaufer, Kannibalen im Bergbunker. Sklaventreiber an der Küste des ausgetrockneten Meeres. Wie viele Monster sind durch den Krieg entstanden? Vielleicht waren sie schon immer da, und der Krieg hat ihnen lediglich die Gelegenheit geboten, sich auszuleben. Und jetzt müssen wir sie für immer ertragen? Wird Damir, der in der Wüste geblieben ist, um Jul zu helfen, ihr Volk in die Freiheit zu führen, noch ein Monster besiegen? Und zwar die Trägheit im Denken jener, die von den Tyrannen dort unterworfen und versklavt wurden. Ehrlich gesagt habe ich Zweifel. Dieses Monster könnte sich als stärker erweisen als alle anderen. Wie auch immer, wir können es uns nicht leisten, die Hoffnung zu verlieren. Wir kommen unserem Traum immer näher, einen Ort zum Leben zu finden, frei von Strahlung und Mutanten. Die Karten, die wir in der Wüste gefunden haben, zeigen uns mehrere vielversprechende Optionen auf. Und jetzt warten wir alle gespannt auf die Entscheidung des Obersts, wohin die Aurora als nächstes fährt. Im Moment rollt der Zug ruhig nach Osten. Die Mannschaft ruht sich aus. Und Stepan hat Katja einen Antrag gemacht. Einen Antrag, den sie nicht ablehnen konnte. Verdammter Husten. Wir haben die Wüste schon lange hinter uns gelassen. Und trotzdem hält er noch an. Was raucht Crest eigentlich? Das Zeug ist schrecklich. Jedenfalls geht es mir jetzt besser. Ich störe nur ungern, Leute, aber ihr solltet in den Speisesaal kommen. Das Essen ist fast angerichtet. Danke, Stepan. Wir sind gleich da. Sollen wir gehen, Artyom? Oder noch etwas bleiben? Es ist so schön. Weißt du, Artyom, ich habe mir Stepan und Katja, dich und mich angesehen und gedacht, was für ein Glück wir haben. Bei meinen Eltern war das ganz anders. Es war echt übel.
Habe ich dir jemals erzählt, warum meine Mutter gestorben ist? Natürlich nicht. Es lag an Papa. Damals war er noch übler drauf. Kam von der Kaserne nach Hause und griff schon nach der Flasche, während er noch seine Stiefel auszog. Dann stritten sie sich und er kam eine Weile nicht mehr nach Hause. Tja. Los, Atjam. Ich ruhe mich noch etwas aus und komme später dazu. Okay, da können wir auch Radio hören und irgendwas ins Buch schreiben. Ah, da können wir wahrscheinlich Waffen und so. Tagebuch, Team, neue Welt, Lebewesen, Ausrüstung. Ah, da führen wir Tagebuch, okay. Ausrüstung, okay. Waffen, okay. Ah. Alle Waffen, okay, passt. Ja, passt, ist aber jetzt nicht das. Eigentlich will ich ja schauen, was als nächster passieren wird. Was sagt man dazu? Wir sind gerade... Alles ist perfekt, Artie. Folge uns. Das ist genial! Das ist toll! Gut gemacht! Na los, Leute! Geht weiter! Nein, ist das ein Fuß? Das ist ein Riesenband! Macht uns stolz, Jungs! Ihr seid einfach nur! Ihr ist eine Hebefigur! Das hat Spaß gemacht! Vielen Dank! Tatjana, setz dich in meine Nähe! Katja, ich hätte schon zu lange geschwiegen, aber jetzt muss ich es sagen. Ich muss dich vor Stepan warnen. Was habe ich verpasst? Er ist unglaublich. Sollen, wie sie getan haben. Keine Sorge, du bekommst noch eine Gelegenheit. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Ein halbes Jahr unterwegs und 4000 Kilometer hinter uns. Wir haben viel durchgemacht. Duke, Damir. Also gut, Leute. Es ist mir klar, dass ich das nicht länger vor euch verbergen kann. Nach reichlicher Überlegung und sorgfältiger Begutachtung der Satellitenkarten, die wir bekommen haben, gibt es möglicherweise ein neues Zuhause für uns. Es ist ein Flusstal. Dort gibt es einen Wald und ein Wasserkraftwerk. Ja. Es befindet sich fernab der dicht besiedelten Gebiete, was sehr wichtig ist, wie unsere Reise gezeigt hat. Wir sind jetzt noch etwa 2 Tage entfernt. Also, Glückwunsch an alle. Ja. Ja. Ja! Ja! Trotzdem ist das heute nicht unser letzter Punkt auf der Tagesordnung. Stepan, Katja. Oh, Ringe. Stepan, Katja, sprecht mir nach. Hiermit nehme ich dich zum Mann. Nehme ich dich zur Frau. Und werde dich von nun an in Ehren halten. Und in guten wie in schlechten Zeiten. In guten wie in schlechten Zeiten. In Reichtum und Armut. In Reichtum und Armut. Und Armut. In Krankheit und Gesundheit. In Krankheit und Gesundheit. Um dich zu lieben und ehren. Bis der Tod uns scheidet. Bis der Tod uns scheidet. Als Kapitän dieses Schiffs erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Ach, und Gorko. Gorko! 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 Oh je, unsere Frau hat Tuberkulose. Wovon redest du denn da, Baby?
In Yamantau, als sie mich verschleppten, sagte dieser Ghoul-Doktor, dass meine Lungen sich zersetzen. Von dem Gas, das ich am Munitionsdepot eingeatmet habe, sagte, ich hätte nicht mehr lange. Wie kannst du diesem Monster nur glauben? Wir sind doch durch die Wüste und der ganze Sand. Das könnte doch der Grund sein. Katja, Artyom, auf ein Wort. Mir geht's gut, Artyom. Geh, alles ist jetzt gut. Schaust aber nicht so aus, liebes Fräulein, aber okay. Also, Artyom, kannst du mir sagen, was wir jetzt machen? Lassen Sie uns konstruktiv sein, keine Panik schieben. Und Katja, was glaubst du? Ich glaube, dass es nicht klug ist, der Diagnose eines Degenerierten zu glauben. Ein Umzug von der feuchten Metro in die Wüste mit trockener Hitze und Sandstürmen ist Stress für die... Ich glaube auch, dass sie vorher schon Symptome gezeigt hätte, wäre es das Gas gewesen. Daher werde ich sie erstmal nach bestem Wissen untersuchen. Außerdem reisen wir zu diesem Tal voller Waldluft. Die alleine könnte sie schon heilen. Ich mische mich nur ungern ein, aber ist etwas passiert? Anna hat Blut gehustet. Mein Gott. Meinst du wirklich, es liegt am Sand? Klingt für mich mehr nach TB. Ganz TB kriegen wir in den Griff. Wir haben genug Antibiotika. Frische Luft hilft dabei auch. Anna, was? Was, wenn dieser Degenerierte recht hat, Katja? Was machen wir dann? Gibt es ein Medikament? In unserem Dorf gab es eine Flakbatterie. Zu Beginn des Krieges erhielten sie ein neues Medikament. Es hat viele Menschen vor Gas und allgemein Vergiftungen geschützt. Ich schaue mal Mamas Aufzeichnungen durch und suche den Namen raus. Ich glaube, es wurde in Novosibirsk hergestellt. Novosibirsk. Yermak, deine Meinung? Für Anna würde ich bis zum Ende der Welt fahren. Und Novosibirsk ist gerade mal 2000 Kilometer entfernt. Dann ist das beschlossene Sache. Wir fahren zu dem Tal. Wenn es geeignet ist, bleiben wir dort. Sollte sich Annas Zustand verschlechtern, suche ich mit einer Gruppe Freiwilligen nach dem Medikament. Also, Katja, bitte finde den Namen heraus. Mach ich. Keine Sorge. Eine Sache noch, Artyom. Ich möchte in diesem Tal keine Überraschungen. Du bist unser erfahrenster Späher. Also nimm die Motordraisine, einen Freiwilligen... Und sieh dir alles an, bevor wir eintreffen. Okay. Lass uns erstmal zurückgehen, um Anna und die anderen zu beruhigen. Armes Mädchen. Jetzt verstehe ich, warum sie in letzter Zeit... Artyom, du solltest zum Führerstand gehen. Der Oberst wartet schon. Erzähl es uns später. Und? Wie lautet das Urteil der Jury? Also hier kommen eure Befehle. Erstens, Ruhe bewahren. Der Plan steht. Wir fahren zu diesem Tal mit seiner frischen Luft und dem sauberen Wasser. Und dann siedeln wir uns dort an. Sollte Annas Gesundheit... Papa, bitte! Ich wiederhole, Anna. Falls es dir schlechter gehen sollte, so gibt es ein Medikament, von dem Katja uns erzählt hat. Schauen wir mal, ob wir schon in die Motordraisine einsteigen können. Ah, schau, unser Auto haben wir auch mitgenommen. Okay, nein, da kann ich jetzt dabei nichts machen. Da habe ich eine Werkbank, oder was? Nein, nein. Nein, okay, da muss ich noch mal im Führerstand wahrscheinlich. So, tun wir zuerst einmal ein Medipack herstellen. Da habe ich was Neues für die Schrotflinte. Ah. Standardschnabel mit Entenschnabellaufverengung. Der Entenschnabellaufverengung wirkt sich auf die Streuung der Munition. Die Schrotkügel liegen dabei mehr zur Seite.
mehr Schaden. Aber der Schalldämpfer ist mir trotzdem noch lieber. Gut. Da haben wir nix. Ah, warte, jetzt auf die Schrotflinte hauen wir aber jetzt das andere Magazin rauf. Voll. Damit man das nicht mehr im Weg ist. Plätzchen, so. Kann ich da jetzt endlich schon eine andere Waffe? Ja, achso, Haha. Na, noch immer nur den Luftdruck. Scheiß. Ich stehe mir's nicht auf Luftdruck. Ich sag's euch, wie es ist. Gut. Die Maske ist sauber. Die Waffen sind sauber. Passt. Dann stellen wir ein bisschen Munition her. Passt. Kann ich keine herstellen, okay. Passt. Gut, schauen wir mal. Fliegende Büsche, auch nicht schlecht. Naja, die haben damit nicht gerechnet, dass da wer rausschaut, wahrscheinlich. Aber das heißt wiederum, ich soll nicht rausschauen. Vielleicht muss ich mit wem reden. Was muss ich jetzt machen, verdammt? Ah ja. Ich kann nicht behaupten, je religiös gewesen zu sein. Aber jetzt bitte ich alle Götter, auf Anna aufzupassen. Möge das Tal ihre Krankheit heilen. In der Zwischenzeit haben Aljoscha und ich einen Aufklärungseinsatz. Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber Aljoscha scheint überzeugt zu sein, dass zahlreiche Frauen seine Ankunft dort begierig erwarten. Sollte das wirklich der Fall sein, dann habe ich den bestmöglichen Begleiter für diesen Einsatz. Na, das werden wir ja noch sehen, ne? So, ich glaube, das dauert jetzt wieder Ewigkeiten. Das werde ich schneiden. Bis gleich. So. Ja, ich bin recht angetan. Wow, schöne Umgebung. Nehmen wir mal die Luft. Die macht den Kopf ganz klar. Ah, wir sind schon in der Draisine. Passt. Ich wette, wenn wir eine Woche dort verbringen, wird nicht nur Anna geheilt sein, sondern dem Oberst werden sogar die Füße nachwachsen. Naja, du schreibst der Waldluft aber viel zu. Die Schienen sind total krumm. Die ganze Trasse scheint. Pass auf, ein Reh. Pass auf, ein Reh. Pass auf, ein Reh. Also ein Hirsch. Pass auf, ein Hirsch. What the fuck? Aurora, bitte komm. Hier Aufklärung. Hört ihr mich? Ja, na, die Dampflok halten die Schienen nicht aus, ne? Herr Oberst, diese Strecke wird die Aurora nicht tragen. Nehmen Sie die Hauptstrecke. Ende. Ich verstehe. Hier sind ein paar Reparaturen nötig. Das bedeutet eine Verzögerung. Trotzdem steht der Plan. Wir treffen uns am Dampf. Wie ist die allgemeine Lage dort? Ende.
die allgemeine Lage hier ist der absolute Wahnsinn, Herr Oberst. Wow. Anna wird es ihr bestimmt gefallen. Ende. Freut mich zu hören. Oh oh. Ist also wie folgt. Wir begeben uns zu dem Damm, überprüfen ihn schnell und sagen ihnen, sie sollen herkommen. Sieh dir diese schöne Gegend nur an. Ja, Mann. Auch, dass sie schon eher hier sind. What the fuck? Ah, Scheiße! Oh. Das war's mit unserer Motordraisine. Nein, nein, mein Rucksack, verdammt. Scheibe. Oh, Scheiße. So ein Schaß. Aber wir überleben es ganz sicher, sonst wäre jetzt das Spiel aus, aber blöd ist es schon. Komm, du kannst nicht schwimmen. Du bist nicht Schwimmer. Geh raus aus dem Wasser. Ich kann mich nicht bewegen. Er stirbt, er sieht das Licht. Nein, schau, da kommt wer. Wer ist das? Robin Hood? Ein Kannibale, yeah, der will uns sicher fressen. Jetzt ich dachte, hey, cool, leichte Beute, den schnapp ich mal. Ja, die stehen sich auf Lebendfleisch, deswegen. Die kennt uns? Gut. Unsere Leute haben deinen Freund geschnappt. Ich kann aber sehen, dass ihr zwei keine Banditen seid. Keine Banditen. Ich werde dir helfen, solange du keine Dummheiten machst. Ich habe meine Ausrüstung verloren. Bleib nur außer Sichtweite, dann ist alles gut. Fuck, wir haben keine Ausrüstung mehr. Das ist aber schon ein bisschen blöd. Ohne Ausrüstung. Schau, ein Hirsch. Oh oh, es wird Nacht. Oh fuck, wir sind viel zu lang gelegen und wir haben keine Waffen. Scheiße. Meine geilen Waffen sind alle weg im Fluss. Was war denn das für ein scheiß Rucksack? Ehrlich jetzt. Keine Waffen da. Fuck, wir haben gar nichts, Alter. Und hinhauen können wir auch nicht. Das heißt, es wird uns wahrscheinlich eh kein Gegner entgegenkommen. Was ist das? Kann ich das nehmen? Nein. Na, da ist ein Pfeil und Bogen. Passt. Eine Armbrust. Okay. Die nutzen uns aber recht wenig. Ohne Munition, möchte ich mal so sagen. Hast du auch Pfeile? Nein. Es hört sich nach diesen Mutantenquasteln an, die ich nicht mag. Komm schon, ich brauch Pfeile. Wo ich das eingesteckt hatte, würde mich interessieren, weil ich habe gar keinen Rucksack. Nö, hab ich nicht. Keinen Rucksack. Okay. Waren da jetzt Pfeile? Was war da jetzt? Da war doch gerade was. Nein, anscheinend habe ich mir das nur ein... Ah, Pfeile! Super, passt. Einen Pfeil habe ich. Zwei Pfeile habe ich, passt. Das ist zwar nicht so toll, nur mit zwei Pfeilen durch die Gegend zum Rennen. Rucksack habe ich keinen, gell? Na, habe ich nicht. Mein Fernglas habe ich bei mir, okay. Das ist ja auch was. Wie es ausschaut, findet man mehr Pfeile nicht. Dann gehen wir wieder raus.
Das sieht auch nicht aus, als wären da Pfeile. Ah, schau's. Ah, das ist eine Angel. Okay. Ach Gott. Okay. Aber mit Pfeilen schaut es trotzdem schlecht aus, ha? Zwei Pfeile nur, ach Gott. Das ist aber schon ein bisschen wenig. Habe ich wenigstens eine Karte? Okay. Wow. Aha. Wo? Soll ich denn losfinden, der? Die Mistkerle haben mich. Ich schulde dir was. Das werde ich dir nie vergessen. Ich schwöre. Diese feuchten Ficker haben mich hier einfach wie die Wölfe zurückgelassen. Ich kenne dich gar nicht. Aus welcher Hütte bist du? Echt schicke Ausrüstung. Gell? Jedenfalls solltest du da nicht allein hingehen. Ich hab's probiert und du weißt, was passiert ist. Diese Miststücke verstecken sich wie verdammte Eidechsen. Ich hatte einen Weg hineingefunden und war schon auf dem Rückweg, als die Mistdinger mich ansprangen. Ach, Scheiße! Beide Beine eingeschlafen. Ich kann gerade nicht gehen. Ich warte hier, bis sie aufwachen und hol dann die Jungs. Jetzt haben wir eine gute Chance, diese Waldscheißer zu erledigen. Wir werden sie komplett in Stücke reißen. Okay, dann mach mal. In welcher Hütte bist du eigentlich? Ich dachte, ich würde alle kennen. Bist du überhaupt aus unserem Lager? Nein. Bin ich nicht. Auch wenn du keiner von uns bist, stehe ich trotzdem in deiner Schuld. Danke, Mann. Bitte, Mann. Was diese Mistkerle betrifft, wenn du durch ihr Territorium willst, musst du dich wie ein Gespenst bewegen. Du siehst allerdings aus, als könntest du sie komplett alleine erledigen. Wenn du also welche von diesen Miststücken siehst, dann mach sie kalt. Wenn sie unsere Jungs an Pfählen aufhängen, haben sie es nicht anders verdient. Okay. Bewegen wir uns zwar langsamer, aber da wir wissen, dass das bei mir keinen Sinn hat, irgendwas versteckt zu machen, bewegen wir uns ruhig ein bisschen schneller. Ah. Sind das böse Jungs? Ich sehe, nein, das sind Hasen. Okay. Ich glaube nicht, dass uns die Hasen irgendwas machen werden. Obwohl, da knurrt irgendwas. Ist das ein Hase, der knurrt? Sind das Killerhasen oder was? Keine Ahnung. Killerhasen denkt an morgen. Nein, stimmt nicht. Zwei Pfeile, passt. Ich wette, die Armbrust können wir urleibend aufmotzen. Aber
Also komplett neue Karte wieder. Gibt sicher wieder viel zum Entdecken. Hm? So, wie weit haben wir es denn noch? Ich gehe in die falsche Richtung, würde ich sagen. Aber da geht's nicht anders. Es sei denn, ich kann da oben gehen. Aber da oben kann ich nicht gehen. Oh ja, ich kann sicher da oben gehen. Nur bin ich zu dumm, dass ich darauf gehe. Ich gehe wie immer den offiziellen, schwereren, auffälligen Weg, damit ja jeder mir in den Kopf schießen kann. Finden tun wir da auch gar nichts. Oh ja, da, schau. Yay! So. Ans andere muss ich mir wahrscheinlich von der Seite nähern. Yep. Passt. Was haben wir da drin? Nix. Was haben wir da drin? Auch nix. Und was haben wir da drüben? Auch nix. Passt. Sollte ich vielleicht da reingehen, ha? Es wäre unauffälliger, aber da geht es nicht rein. Was für perverse Leute. Ich glaube, ich höre irgendjemanden. Bleiben wir mal geduckt. Da oben steht, das ist nur so ein Drache. Seht ihr da was? Ich sehe nichts. Schauen wir mal. Na, schaut nicht so aus, als würde sich da was bewegen. Da oben dann, ja. Aber das kann auch die Sonne sein. Passt. Dann schauen wir mal da rein. Ah, das war mal eine Schule, okay. Passt, einen Pfeil haben wir dazu gekriegt. Passt. Irgendwer quatscht da. Was? Halt! Stehen bleiben! Wir sind die Brüder der... Leute! Einer von uns... Der war schön. Da hinten ist der ein Stützpunkt. Na und? Ach, voll daneben. Da, an dem Fenster. Ich habe ihn gerade gesehen.
war er also. Der Feigling ist hier. Wir müssen ihn nur finden. Ich kann euch sehen. Ah, fuck, jetzt ist eine Position gegangen. Ah, fuck. Der war schön. Ich glaube, wir haben alle. Yeah, man. Die schießen da alle mit Pfeil und Bogen. Aber vorhin habe ich eine Pistole oder sowas gehört. Passt, drei Pfeile. Das ist keiner. Passt, der war schön. Jetzt habe ich schnell schießen müssen, sonst hätte er wieder daneben geschossen. Ich hoffe, ich habe meine Pfeile alle. Ja. Ihr hättet mich tötet sonst. Ach Gott, die weichen immer genau dann aus, wenn ich abdrücke. Das ist ja unmöglich, wirklich. So, blöder Sack. Alle werdet gleich tot sein, es sei denn, ihr gebt euch. Dann lasse ich euch natürlich am Leben, ist ja selbstverständlich. Aber natürlich, wenn es dann wieder Scheiße baut, wird sofort erschossen, ist ja klar. Nimm das, du Mistkerl, ich seh da niemanden. Ah. Da hinten steht noch einer. Na, ob wir den da wischen? Jawohl. Wir gehen da raus. Achso, zuerst schauen, ob es da irgendwas gibt, was ich nehmen kann.
Jo. Okay. Der gibt aber nicht auf. Okay. Ja, wir haben ein Visier bekommen. Haben wir schon Rucksack? Nein. Okay, die scheinen da nicht wirklich irgendwelche Sachen für mich zu haben. Wo sind denn die, die ich kalt gemacht habe? Da unten steht noch einer. Der ergibt sich nicht. Ah, oh ja. Passt. Ah, da oben steht auch noch einer, okay. Brave Burschen, brave Burschen. Sehr brav, Burschen, sehr brav, sehr brav, sehr brav. Passt. Wie gesagt, wenn es euch ergibt, kein Problem. Dann gibt es eine in die Fresse. Und ihr wacht irgendwann auf und denkt euch, warte, Gott sei Dank, ich lebe noch. Gott sei Dank lebe ich noch. Oder so ähnlich. Wahrscheinlich muss ich darauf. Ja, wo ist das blöde Mikrofon? Da steht ja nicht einmal ein Funkgerät, verdammt. Ja, ja. Gehen wir mal runter, schauen wir nach. Es ist Nacht. Möglicherweise war das keine so gute Idee. So, und jetzt hängen wir da. Na toll. Wow, what the fuck? Das ist mal ein Zombie-Bär. What the fuck? Oh, shit. Ich sag ja, in der Nacht rausgehen ist wahrscheinlich nicht unsere beste Idee gewesen. Ah, was machen wir jetzt? Da drüben ist ein Haus. Schauen wir, ob wir da in Sicherheit sind. Oh, 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 oh. Das Licht lassen wir lieber ausgeschalten. Habt ihr das gesehen? Das waren einige Werwolfhunde. Verdammt. Gibt es da irgendwo einen Stützpunkt in der Nähe? Hinter mir möglicherweise. Okay. Uah! Nein, da gehe ich nicht raus. Da gehe ich nicht raus. Wir schauen, dass wir die Nacht verbringen irgendwo. Ach Gott.
Jetzt schieße ich eine Dose genau... Ach, fuck, da komme ich nicht drüber. Okay, wir sind gezwungen. Da werden wir mit den Pfeilen nämlich nicht viel reißen bei dem Riesenbären. Bleiben wir lieber im Dickicht. Da oben brennt Licht, vielleicht komme ich dort irgendwo rauf. Liegen bleiben. Liegen bleiben. Fuck. Wow, fuck, 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 fuck. Wow. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Scheiße. Oh, 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 oh. Oh, 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 weh, oh, weh, oh, weh. Stell einmal fest. Und das so schnell wie möglich, verdammt. Oh, 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 oh. Gott, ich schieß da und daneben, verdammt. Schon wieder daneben. Schon wieder? Alter, der fängt immer dann an zum Rennen, wenn ich ihm... Ach Gott. Da drüben ist das, wo ich hin muss. Bin ich da sicher? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich bin noch nicht da. Fuck. Gebiete, was mache ich da? Ich stehe daneben.
meine Pfeile wiederholen. Aha. Ah ja. Ah ja, da. Habe ich übersehen. Okay. Wieso geht der nicht drauf? Na, Alter. Was ist mit dem Spiel los? So, bin ich da jetzt in Sicherheit? Wahrscheinlich nicht, hä? Hört sich nicht so an. Aber dort muss ich nicht hin, ne? Nein. Ja, ich hoffe, dass da jetzt dann ein Lager auftaucht, damit wir das Video beenden, weil wir spielen schon wieder irrsinnig lang. Ah, das war jetzt nicht so gescheit. Oh, fuck. What the fuck? Hey, sieh mal, noch einer. Ich hab doch gesagt, der ist nicht allein. Also gut, lass uns das Seil durchtrennen und ihn mit dem anderen zum Lager bringen. Aha. Hey, wartet mal. Ihr Pioniere habt schon einen. Und der hier ist unser Fang. Er wurde auf unserem Territorium erwischt. Das Netz gehört mir, also leck mich. Warum habt ihr die Falle dann auf unserem Territorium ausgelegt? Abgesehen davon habt ihr schon den Rucksack eines Eindringlings. Ich bin nach dem Rucksack getaucht, als du dich verdrückt hast. Hey, das ist unser Rucksack. Ihr seid Piraten, ihr habt mehr Boote. Und der hier wird dem Waldrat vorgeführt. Ihr seid alle Feiglinge. Er ist ein Eindringling, ein Feind. Bist du ein Bandit oder was? Was hat der Lehrmeister gesagt? Er hat gesagt, wir müssen anders sein. Hast du das vergessen? Bist du nicht etwas übermütig? Der Lehrmeister wollte, dass wir uns erst verteidigen. Alles andere kommt später. Habt ihr vergessen, was die Eindringlinge hier wollten? Er ist auch ein Eindringling, also muss er sterben. Der die anderen nicht herbringt. Oh oh. Zuerst kommt der Waldrat. Der wird gleich alle zerreißen. Das ist mal ein Zombiebär. Ja, yeah, Zombiebär hat uns geholfen, und zwar sehr. Braver Bär. Netter Bär. Das ist zwar nicht der schönste gewesen, aber er hat uns geholfen, ist doch auch was wert, oder? So, wo ist der Typ mit meinem Rucksack? Ich möchte meinen Rucksack wieder haben. Wo hat der denn hingeschleudert? Na toll. Da oben haben wir dann anscheinend eh schon ein Lager. Aber ich hätte halt meinen Rucksack gern gehabt, ne? Der hat einen Rucksack gehabt. Oh. Oh. Sprengpfeile oder sowas. So, wie komme ich in den Bus rein? Da. Passt.
Der hat doch was von einem Rucksack. Ah, da liegt er. Na, ist ein Stein. Na geh, ich habe mich jetzt gefreut, dass ich meinen Rucksack wieder krieg. Fatzk. So, wurscht. Gehen wir trotzdem darauf einmal. Da drüben am Turm stehen da zwei. Sehe ich das richtig? Nein. Okay, das war wohl nichts mit Lager. Ah, da drüben stehen dann wieder welche. Da. Glaube ich. Okay. Schauen wir mal auf die Karte, ob wir da ein Lager irgendwo finden können. Nein, wir können kein Lager da irgendwo finden, verdammt. Ja, nichtsdestotrotz, wir spielen dann da weiter. So, tun wir schnell speichern. So. Wir gehen dann nächstes Mal darüber, machen da drüben die Leute platt und schauen, wie es da weitergeht. Im Großen und Ganzen war es das für heute. Ich glaube, ich habe eh etwas länger gespielt. Ja, schauen wir, wie es wird. Alles Liebe, alles Schöne, euer Peacemaker.